Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller Antwort wieder für euch in dem Wolfin unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den ihr einmal finden könnt und erkunden und dann Wolfin. Und hier wollen wir uns das Achievement anschauen, Echos der Gefahr. Für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt auf dem Schwierigkeit strahlende Dissonanz jede der folgenden seltenen Kreaturen, denen ihr während der Weltenseelenerinnerung Events in Kas Algar begegnet. Und als allererstes müssen wir sagen, das Achievement ist tatsächlich falsch betitelt. Ihr müsst nicht jedes besiegen, sondern so wie ich es erfahren habe, brauchen wir nur 20, also etwa die Hälfte von den ganzen. Das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Dafür gibt es dann einen Titel und zwar Echojäger. Und was müssen wir dafür machen? Naja, wir müssen in ein Event rein und das sind immer diese Events hier, Weltenseelenerinnerung. Und dort ist es so, dass immer zwei Stück ab sind. Heute sind bei mir zum Beispiel die in den Schallenden Tiefen ab. Dann am nächsten Tag sind dann die in Hallsturz ab. Dann switcht es zu Ashkahed und schlussendlich zur Insel von Dorn. Dann geht es wieder von vorne los. Also das ist quasi ein Zyklus. 4 Tage war dann jedes Mal. Es gibt pro Zone dann immer 2. Und hier ist es so, dass in den jeweiligen Events immer ein paar Rares sind. Das sind so zwischen 4-5 Rares pro Event. Also kommen da schon einige zusammen. Und im Endeffekt müsst ihr schauen, dass ihr alle möglichen Events mal mitmacht. Ihr müsst, wie gesagt, anscheinend nicht alle holen, sondern nur 20 Stück. Und dann gibt es das Achievement. Wie läuft das jetzt im Grunde? Wir müssen, um hier mit teilnehmen zu können, erstmal eine Voraussetzung uns holen. Und zwar strahlendes Echo. Es gibt 3 verschiedene Modis. Es gibt den ersten Modi, da zahlt ihr 1. Dann gibt es den zweiten Modi, da zahlt ihr 5. Und dann haben wir den letzten, da zahlt ihr auch 5. Und das ist diese mythische Herausforderung. Im Endeffekt können wir uns da auch alleine anmelden oder mit einer Gruppe. Das bleibt sich nahezu gleich. Ich erkläre gleich, warum es in der Gruppe vielleicht mehr Sinn macht. Und wenn wir dann quasi in dieses strahlende Echo reingehen, können wir Gegner besiegen und einen Balken erhöhen. Und da sind dann auch quasi diese Rares dabei. Für unser Achievement müssen wir das letzte wählen. Aktuell ist dieser Modi ein bisschen buggy. Ihr solltet, wenn ihr mehr als 5 Echos habt, den Rest auf die Bank packen. Sonst braucht es einfach alle auf oder eine Zahl, die größer als 5 ist. Dementsprechend geht am besten her, packt alles, was über 5 ist, in die Bank, sonst klaut es euch mehr von diesen strahlenden Echos und das wollt ihr nicht, weil wir brauchen hier ein paar Events. Ihr könnt es übrigens mit verschiedenen Chars machen. Ich habe ein paar mit meinem Main gemacht, ein paar mit dem Hexer, jetzt mache ich noch ein paar mit dem DK, um dementsprechend hier das ein bisschen schneller voranzutreiben. Wo kriegen wir jetzt diese strahlenden Echos her? Ihr könnt die kriegen, indem ihr einmal diese großzügigen Tiefen lauft und am Ende den restaurierten Kastenschlüssel benutzt, dann gibt es immer eins von diesen Teilen. Also ihr kriegt safe eins von den Teilen, wenn ihr das mit dem restaurierten Kastenschlüssel macht. Heißt, ihr könnt am Tag 4 Stück von denen holen, wenn ihr genug Schlüssel habt. Und die Schlüssel kriegt ihr ja 4 Stück über die verschiedensten Weekly-Events, zum Beispiel aus den Wellen-Event hier bei den Maschinen oder aus der Weekly-Quest, die ihr hier in Donegal oben annehmen könnt. Oder wo es auch rausbekommt, ist hier, wenn ihr einen Pakt auswählt. Also ich denke mal, es sollte klar sein, das sind diese ganzen Weekly-Kisten. Da könnt ihr diese Schlüssel rauskriegen. Beziehungsweise es gibt dann auch Quests, wie das hier oben, wo ihr, ich meine, 3 World-Quests absolvieren müsst. Und dann gibt es hier eine Kiste und da kann der Kastenschlüssel auch rauskommen. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, quasi über diese Kastenschlüssel-Splitter was zusammenzubauen. Und da kriegt ihr auch, wenn ihr 100 benutzt, einmal einen Kastenschlüssel raus. Also sprich, ihr müsst die Schlüssel farmen, dann in die großzügigen Tiefen gehen. Darüber kriegt ihr dann sicher diese strahlenden Echos. Wenn ihr 5 habt, dann tigert ihr hier los und macht das Event. Was ich empfehlen würde, das Ganze in der Gruppe zu machen, denn da spawnen mehr Mobs und ihr kriegt die auch schneller down. Wenn ihr es alleine macht, kann es halt sein, dass ihr die Rares noch nicht schnell genug tot kriegt und ja, ihr könnt dann nur 5 Minuten drin bleiben maximal. Heißt, was ich euch empfehlen kann, ihr geht unter organisierte Gruppe und tippt World ein oder World Soul und da sind dann oft Gruppen drin, die für die verschiedenen World Souls quasi eine Raid-Gruppe aufmachen. Das gibt ja wie gesagt immer 2, also müsst ihr gucken, welches von beiden ihr machen wollt und da könnt ihr dann in eine Gruppe reinschauen. Ich bin jetzt hier bei der unteren Gruppe. Es dauert immer ein bisschen, mit 40 Mann geht das teilweise ein bisschen schneller. Ihr müsst aber aufpassen, denn wenn ihr hier in dem Event drin seid, ist es so, dass bestimmte Mobs Flächen auf den Boden legen. Und diese Flächen, die auf den Boden gelegt werden, die ziehen euch
quasi so eine Ressource von einem Balken ab und wenn der Balken auf 0 droppt, dann werdet ihr aus dem Phase rausgeschmissen. Also das ist so dieser zusätzliche Twist im schwersten Modus. Ne? Hier ist es quasi so, wenn ihr sterbt oder eure Ressource auf 0 droppt, fliegt ihr raus und dann habt ihr halt verkackt in Anführungszeichen. Deswegen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Am besten zusammen mit einem Timer reingehen. Ich denke mal, das wird hier die Gruppe gleich machen. Ich würde sagen, da warten wir jetzt, bis die Gruppe voll ist und dann schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. So, die Gruppe ist jetzt hier beinahe voll. Jetzt wird gerade der Timer gestartet. Und jetzt gucken wir einmal rein. Also, strahlende Echos 5. Und so sieht das Ganze jetzt aus, ne? Es ist im Endeffekt wie ein normales Echo. Wir haben jetzt hier einen 5-Minuten-Timer. Und wir haben oben quasi einen Punktestand. Und umso mehr Punkte ihr erwirtschaftet... Oh, da hinten haben wir schon mal den ersten Rare. Den müssen wir auf jeden Fall taggen. Umso mehr Punkte ihr erwirtschaftet, umso mehr Belohnung gibt es am Ende. Es gibt eigentlich nur zweierlei Belohnungen und zwar, die erste Belohnung sind halt diese Kastenschlüsselsplitter, also ihr könnt halt darüber wieder Kastenschlüssel zurückholen und ihr kriegt noch zusätzlich die Tapferkeitssteinchen, also die ihr braucht, um zum Beispiel Gear abzugraden, die hier. Das ist das Einzige, was ihr hier im Endeffekt rausbekommt neben den Achievements, ne? Also wenn ihr viele Delves läuft, lohnt sich das, weil ihr dann ja eh diese Ressource habt, diese strahlenden Echos. Und die benötigt, um dementsprechend hier mehr von den Dingern laufen zu können. Ihr kriegt auch die fünffache Menge, wenn ihr quasi die zweite oder die dritte Option wählt. Und jetzt fürs Achievement ist halt relevant, dass wir auf jeden Fall die ganzen Rares taggen müssen. Ne? Die müsst ihr anhauen, auch wenn ihr in einem Raid seid, müsst ihr selber eure Mobs taggen. Und ja, da haben wir jetzt den zweiten. Das müsste mir jetzt eigentlich das Achievement geben. Vielleicht noch ein bisschen drauf einzugehen, was jetzt hier in dieser schwierigsten Schwierigkeitsstufe relevant ist. Und zwar, ihr bleibt da 5 Minuten lang drin, außer ihr sterbt, ne, das hatte ich ja vorher schon erwähnt, oder euer Balken geht hier runter. Und was ganz schlecht ist, ist diese Zone. Wenn ich da jetzt reingehe, seht ihr, verliere ich diesen Balken Harmonie. Also da solltet ihr auf keinen Fall reinkommen. Ihr könnt es wieder aufladen, indem ihr hier diese Orbs reinlauft. Ne? Also wenn ihr da reinlauft, kriegt ihr das wieder. Wenn ihr hier in so einer Raid-Gruppe seid, werden ewig viele Mobs getötet. Es sind Haufen Orbs und ihr kriegt es schnell wieder zurück. Ich habe das zum Teil alleine gemacht mit Twinks. Dann kommen bei Weitem nicht so viele Gegner. Und das geht auch die ganze Zeit mit der Zeit runter. Und ihr habt bei Weitem nicht so viele Orbs. Also in einer Raid-Gruppe ist es wesentlich easier. Ihr kriegt die Rare schneller down, ihr kriegt viel mehr Mobs, ihr kriegt mehr Counter, ihr bekommt viel mehr Orbs, um euch wieder aufzuladen. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, in der Raid-Gruppe das zu machen. Wenn ihr das natürlich, wenn jetzt keine Gruppe ab ist oder ihr das lieber solo machen wollt, es geht sicher auch, ne? Ist halt dann ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Wenn ihr einen gut equipten Char habt, kriegt ihr natürlich die Rares auch so down. Ich habe das halt jetzt hier teilweise auch mit ein paar Twinks gemacht. Genau. Und jetzt gucken wir uns das Achievement auch nochmal kurz an. Und zwar seht ihr, ich habe jetzt, glaube ich, genau 20, oder? 1, 2, 3, 4, ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 17, 18, 19, 20, genau. Also ich habe genau 20, das ist jetzt die Hälfte. Und ich glaube, insgesamt sind es 40, also ihr müsst nicht alle machen. Wenn ihr halt möglichst viele Rares in so einem Event kriegt, dann könnt ihr ein paar auch komplett auslassen. Ne? Ihr solltet euch aber so ein bisschen merken, welche ihr schon gemacht habt, denn es sind in jedem von diesen Events bestimmte Rares und dementsprechend braucht ihr auf jeden Fall verschiedene von diesen Events, sonst kriegt ihr den Counter auch nicht voll. Genau, das war es eigentlich soweit, was ich euch zeigen wollte. Als kleine Zusatzinfo, die hatte ich in den anderen Videos auch schon erwähnt, es gibt da noch ein paar mehr Achievements. Es gibt auch zum Beispiel einen Erfolg, da müsst ihr 25 von diesen Erinnerungen abschließen. Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt die höchste Schwierigkeitsstufe nehmen, die ich jetzt hier spiele, sondern geht es auch mit den einfacheren. Und das zählt am Ende nur, wenn ihr auch die Bedingung hier im Achievement quasi absolviert. Und das ist so, dass ihr die ganze Zeit einfach nur möglichst viele Viecher töten müsst, um den Counter zu hören. Immer wenn quasi noch eine Minute übrig ist von dem Counter, kriegt ihr einen bestimmten Mob, den ihr töten müsst. Und dieser bestimmte Mob spawnt dann einfach. Wenn man da nicht aufpasst, sieht man das nicht, welchen Mob ihr da töten müsst. Und dann bekommt ihr auch keinen Credit für das Achievement. Vielleicht ist der ein oder andere hier mit dabei, der sich wundert, warum kriege ich manchmal hier keinen Credit fürs Achievement, ne? Obwohl ich das abgeschlossen habe. Und das können wir uns jetzt gleich noch kurz angucken. Jetzt ist noch eine Minute. Und seht ihr, jetzt switcht es. Und es kommen auf einmal richtig viele Mobs, weil alle gleichzeitig rein sind. Und ich muss einen bestimmten Mob töten. Hier jetzt in dieser großen Gruppe stirbt ihr halt nebenbei mal eh, ne? Also da wird es jetzt kein Problem sein.
wenn ihr teilweise alleine drin seid und dann irgendwo anders hier am Rumhampeln seid und das nicht checkt, dass der Mob an der anderen Seite gespawnt ist, dann kann es halt sein, dass ihr die Erinnerung zwar abschließt, also die Zeit abläuft, aber ihr den Mob nicht getötet habt und dann gibt es auch keinen Credit für die, ja, für diese, dieses kleine Event. Genau, das war es eigentlich soweit, was ich euch zeigen wollte. Dann sind wir durch mit einem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns selbstverständlich gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.